unsere Diskutanten vorzustellen kurz und das Thema zu erläutern. Ja, hallo. Genau, Podiumsdiskussion. Ich fange einfach mal links an. Da haben wir zum einen den Frank Herrmann als Landtagsabgeordneten aus Nordrhein-Westfalen. Dann zu meiner Linken der Bruno Gerd Kramm, Spitzenkandidat für den Bundestag, für den Landesverband Bayern und politischer Geschäftsführer im Landesverband Bayern. Rechts neben mir Katharina Nockun, Spitzenkandidatin aus Niedersachsen und politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland. Und der Patrick Breyer, Landtagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein. Genau. Ja, im Bereich Netzpolitik und Datenschutz, das sind ja Kernthemen der Piratenpartei. Die Piratenpartei möchte ja gern mehr politische Verantwortung übernehmen, sowohl in Bayern als auch im Bund, hat sich dafür ein Programm gegeben, was gerade auch im Bereich Netzpolitik und im Bereich Datenschutz sicherlich sehr viele gute Forderungen enthält. Und die Frage, die uns natürlich beschäftigt, ist, wenn wir tatsächlich in Bayern, aber auch vor allen Dingen im Bund reinkommen bei der nächsten Bundestagswahl, was sind denn dann eigentlich konkret die Schwerpunkte, die wir setzen wollen in den wichtigen Themen Datenschutz und Netzpolitik? Was sind denn eigentlich die Themen, die uns bewegen, wo wir sagen, da möchten wir gestalten? Und wie können wir da denn eigentlich gestalten? Ja. Und zusätzlich kann ich vielleicht noch ergänzen. Ja, genau, danke. Zusätzlich möchte ich auch noch ergänzen, dass wir als Piraten natürlich ein ganz eigenes Interesse daran haben, tatsächlich mal überhaupt was zu machen, was in die richtige Richtung geht. Denn letztendlich ist die Piratenpartei entstanden durch die Unzufriedenheit mit der Politik, gerade in Richtung der Informationsgesellschaft. Und aus unserer Sicht hat sich das nicht sehr verbessert, seit es uns gibt, was uns natürlich einerseits begünstigt, aber auch was uns leider etwas frustriert zurücklässt, weil wir halt sehen, dass die Dinge nicht in die richtige Richtung laufen. Und deswegen geht es auch darum, aufzuzeigen, was vergangene Bundesregierungen versäumt haben und was jetzt dringend in der nächsten Legislaturperiode auch gemacht werden muss und nicht erst in 10, 20 oder 50 Jahren. Ja, ich würde einfach sagen, Bruno, fangen wir doch bei dir mal an. Du bist ja dafür bekannt, dass du sehr viel Wahlkampf machst, sehr viel unterwegs bist und auch sehr viele Veranstaltungen besuchst. Was sind denn für dich so die wesentlichen Themen, wo du sagst, das sind eigentlich gute Gründe, warum Piraten in den Bundestag müssen? Und da siehst du dich auch ein Stück weit in der Verantwortung, dass du da Akzente setzen möchtest. Also der Fokus verändert sich natürlich momentan schon auch sehr stark dadurch, was die Öffentlichkeit gerne auch von uns an Antworten haben möchte. Also wir bemerken gerade in dem aktuellen Abhörskandal, in dem aktuellen NSA-Skandal, dass die Bürger teilweise einfach nicht wissen, an wen sie, zu wem sie hingehen sollen, wen sie fragen können, weil den etablierten Parteien wird wenig geglaubt. Dazu kam natürlich auch, dass wir mit diesem Vorstoß, Krypto-Partys zu machen, eben Menschen bei der digitalen Notwehr ein wenig zu helfen, dass das natürlich sehr gut angenommen wurde. Aber rein thematisch gibt es natürlich noch viel, viel, viel mehr Felder, die wir als Piraten vertreten. Und das fängt einmal natürlich an, klar, wir haben viele programmatische Punkte, die wir mit einbringen. Aber ich glaube, was ganz vielen Menschen wichtig ist, warum Piraten in den Bundestag sollen, ist die Schaffung von mehr Transparenz in Prozessen. Und das ist übrigens etwas, was jetzt auch gerade bei diesem NSA-Skandal, was das parlamentarische Kontrollgremium betrifft, Dinge, die dann doch immer so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, wo immer so geheuchelt wird, ja, wir haben ja eine Art von Offenheit, aber letztendlich ist die Offenheit dann doch nicht gegeben. Und das ist eigentlich ein wesentlicher Punkt, der, glaube ich, ja, so eine Metageschichte auf allen Ebenen der Piraten ist, dieser schon viel durchgekaute Begriff der Transparenz, der Nachvollziehbarkeit, der Offenheit von Prozessen in Parlamenten. Das betrifft sowohl einmal solche Dinge wie parlamentarische Kontrollgremien, aber natürlich auch die Kontrolle von Lobbyismus in den Parlamenten. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir fordern ein Register für akkreditierte Lobbyisten, dann ist das genau das, was man braucht, um dort
Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu schaffen, um festzustellen, welche Lobbyisten gehen aus welchen Interessengründen und für wen in die Parlamente. Und ich glaube, das sind jetzt, um nur mal so auf der Metaebene so einen wesentlichen Punkt des Begriffes Transparenz zu haben, ist es für viele Menschen schon extrem wichtig, dass wir das bringen. Dann kommt als nächste Ebene natürlich Bürgerbeteiligung, mehr partizipative Elemente einzubringen, also sprich die Idee von Volksbegehren etc., aber auch die Möglichkeit, wie mit Open Antrag, was ja eine piratische Idee ist, eben die Möglichkeit zu realisieren, dass Menschen über ganz normale Bürger über dieses Tool Open Antrag parlamentarische Anfragen über die Piratenfraktion direkt in den Bundestag bringen, anstatt dass sie umständlich erstmal eine Petition mit 50.000 Unterschriften zusammenbringen. Und wenn du mich dann noch zu dem Inhaltlichen fragst, was mir politisch wichtig ist, als jemand, der aus der Musikindustrie kommt, da ist es natürlich das Urheberrecht, die Reform des Urheberrechts. Und um da jetzt nochmal, bevor ich dann weitergebe das Mikro, zu bündeln, da gibt's eine Parallele zu diesem Überwachungsskandal, weil die Mechanismen, die verwendet werden heutzutage bei der Überwachung von Datenverkehr, um eben zum Beispiel Urheberrechtsverletzungen ausfindig zu machen durch die privatrechtliche Provider-Auskunft, die ähnelt frappant dem, was eben auch Geheimdienste nutzen. Und ich glaube, da müssen wir als Piraten auch viel stärker darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, diesen Grundgesetz Artikel 10 auch für die komplette digitale Kommunikation festzuschnüren, dass dort eben kein Einbruch in die Privatsphäre möglich ist. Und das sind so mal ganz grob skizziert zu Themen, die eigentlich schon nur auf der Metaebene stattfinden. Ja, danke Bruno. Ja, ich würde sagen, wir lassen auch noch andere Leute zu Wort kommen. Katharina, ich gebe dir das Mikro einfach mal. Ja, also ich denke, gerade die Forderung nach mehr Transparenz und mehr Mitbestimmung im politischen Prozess kann ich voll und ganz unterschreiben, denn ich komme aus der Bürgerrechtsbewegung und dort habe ich in den vergangenen Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, dass auch beim Thema Überwachung gerade ganz oft ganz viel Geld eine Rolle spielt. Man darf ja nicht vergessen, das ist ein Milliardenmarkt für Unternehmen, die Überwachungstechnologien produzieren. In Deutschland gibt es Unternehmen, die auch in Unterdrückungsregime Software exportieren, die zur Überwachung eingesetzt werden kann. Wir haben erfahren, diese Software wird aber auch bei uns mittlerweile eingesetzt. Und das ist ein grundsätzlicher Missstand, den wir beheben müssen. Das heißt, wir müssen Strukturen im politischen Prozess schaffen, bei denen Bürgerrechtsfragen nicht strukturell immer wieder unter den Tisch fallen. Und diese strukturelle Reform würde sich natürlich auf alle Politikbereiche auswirken. Das heißt auch auf Soziales, auch auf das Thema Umwelt und auf alle Interessen, bei denen Geld immer wieder eine Rolle spielt und bei denen die Interessen, hinter denen kein Geld steht, immer wieder unter den Tisch fallen. Ich glaube, Jens Seipenbusch und ich haben uns 2007 kennengelernt. Das war, als wir eine Demo gegen die Vorratsdatenspeicherung in Münster organisiert haben. Und von daher ist es, glaube ich, ganz klar, was noch ein Kernanliegen für mich ist. Und ich glaube auch für Patrick Breyer, der mit an der Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung gearbeitet hat, und auch für den Frank, den ich auch aus dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung kenne. Und zwar geht es darum, dass wir einfach schauen müssen, dass wir grundsätzlich einen Paradigmenwechsel erleben in der Strafverfolgung. Das heißt, wir sind immer weiter von zielgerichteter Ermittlung hin zur Überwachung gegangen. Und auf diesem Wege wird die Unschuldsvermutung Stück für Stück strukturell abgeschafft. Und diesen Schritt müssen wir einfach wieder zurückgehen. Das ist ein Schritt in die falsche Richtung. Denn wir haben seit 2001 ganz viele Überwachungsgesetze abgestimmt, die unserer Meinung nach systematisch überprüft werden müssen, und zwar von unabhängiger Stelle unter Einbindung von Bürgerrechtsorganisationen, und zwar in einer Art und Weise, dass die Öffentlichkeit auch in den Prozess eingebunden wird. Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat eine Evaluierung der bestehenden Gesetze durchgeführt, allerdings in einer Art und Weise, die geeignet war, natürlich Ergebnisse zu produzieren, die der Bundesregierung ja in die Hände spielen. Sprich, es ist dabei rausgekommen, dass bei den meisten Gesetzen angeblich kein Problem bestehen würde. Da ist natürlich die Frage, wie würde das aussehen, wenn wir Bürgerrechtsorganisationen einbinden würden, und wie würde das aussehen, wenn wir wirklich offene und unabhängige Institutionen mit einer
solchen Überprüfungen beauftragen. Und das würde ich mir wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass dabei herauskommt, dass wir die seit 2001 beschlossenen Überwachungsgesetze, die das Trennungsgebot aufweichen, die Unschuldsvermutung ausweichen, ersatzlos, restlos streichen und stattdessen wieder in soziale Prävention investieren. Denn Kriminalitätsbekämpfung funktioniert am besten, wenn man wirklich bei der Prävention auf sozialer Ebene ansetzt, wenn wir uns um eine internationale Friedenspolitik bemühen, die nicht einen Kampf der Kulturen hochstilisiert, sondern ein friedliches Miteinander. Wenn wir versuchen, Kriminalität an der Stelle zu verhindern, an der wir die Menschen noch abholen können, ohne sie ins Gefängnis zu stecken, nämlich auf der sozialen Schiene. Wir müssen mehr Geld in Bildung investieren, mehr Geld in soziale Arbeit investieren und mehr Geld in die Hand nehmen, um einfach zu verhindern, dass Kriminalität stattfindet, anstatt immer wieder nur an den Symptomen herumzudoktern. Denn eine Videokamera wird sich nicht in den Weg werfen, wenn ein Verbrechen stattfindet. Eine Videokamera schaut zu. Ein Polizeibeamter, der vor Ort ist oder jemand, der Zivilcourage hat, der kann hingegen eingreifen. Und wir sind für eine Gesellschaft, in der Kriminalität auf eine Art und Weise verhindert wird oder Kriminalitätsprävention betrieben wird, die sich nicht gegen Pressefreiheit, nicht gegen Meinungsfreiheit, nicht gegen Bürgerrechte richtet, sondern eben für ein gesamtgesellschaftliches Miteinander einsteht und auch auf wissenschaftlichen Fakten beruht und nicht auf diffusen Angstgefühlen. Ganz konkret kann ich vielleicht mal eine Frage stellen, weil das ist natürlich noch alles relativ allgemein und wir wollen jetzt auch nochmal schauen, was wirklich den Leuten ein bisschen auf den Nägeln brennt. Deswegen, also ich werde gleich den Bruno auch nochmal fragen, wie sein dritter Korb der Urheberrechtsnovelle aussieht, weil das fände ich spannend. Aber vorher würde ich gerne von Patrick zum Beispiel wissen, es gibt tatsächlich kleine Dinge, die sehr große Auswirkungen haben, zum Beispiel die berüchtigte Störerhaftung, WLAN und Co., wo wir auch irgendwie einen deutschen Sonderweg haben. Gibt es da eine Möglichkeit, einen ganz konkreten Gesetzentwurf zu machen oder einfach dieses Problem aus der Welt zu schaffen, zum Beispiel im Bundestag? Ja, ich komme gleich auf deine Frage zu sprechen, Jens. Ich will nochmal zu dem, was Bruno und Katja gesagt haben, sagen, dass ihr super skizziert habt unsere politischen Prioritäten eigentlich und dass ich mir von Herzen wünsche, dass ihr das auch im Bundestag umsetzen könnt. Denn ich glaube, Frank kann das bestätigen, wenn ich von meiner Warte als Abgeordneter im Landtag das ausbeurteile, sind das nämlich genau auch die Schwerpunkte unserer Arbeit, an denen wir arbeiten. Das heißt, Freiheitsrechte zu stärken, Überwachung abzubauen, mehr Mitbestimmung und Transparenz der Bürger im politischen System und auch Netzpolitik. Das sind Themen, wo wir politisch dran aktiv sind und leider eigentlich auch so als Einzige wirklich an den Themen aktiv sind. Gerade wenn es geht um Überwachungsgesetze zu evaluieren oder zu überprüfen oder abzubauen, kommen die Initiativen immer nur von uns. Ich denke mal an eine Initiative zur Einführung von Richtervorbehalt oder wenn es geht um Videoüberwachung von Bahnhöfen und Zügen, wo wir auch schon was erreichen konnten, dass jetzt zum Beispiel keine Videoüberwachung vorgeschrieben wird bei der Ausschreibung einer Zuglinie in Schleswig-Holstein. Und das sind Themen, wo wir die ganze Zeit Anträge zu machen und dran arbeiten auch, zum Beispiel Bürgerbeteiligung bei Großprojekten, dass die Bürger nicht erst im formalen Verfahren einbezogen werden, wenn sich der Vorhabenträger längst entschieden hat, dass wir da an dahin gebaut, der Bahnhof oder das Opernhaus, da wird dann nur noch pro forma angehört oder vielleicht wo eine Stromtrasse verläuft, sondern dass die Bürger wirklich ganz früh einbezogen werden in die Überlegung, ob es überhaupt Sinn macht, das da zu machen und das so zu machen. Ob man es vielleicht als Erdkabel verlegen kann im Fall der Stromtrasse, ob das wirklich ein Bahnhof unter der Erde sein muss. Ja, also all da sind wir eigentlich die Ideengeber, sowas in den normalen Prozess reinzubringen, was den anderen offensichtlich gar nicht so einfällt. Und wir machen da sehr wohl einen Unterschied. Also ich will jetzt nicht in einzelne Fälle drauf eingehen, aber Piraten wirken durchaus. Wenn ihr danach mal sucht im Netz, dann findet ihr einen Artikel von mir zu dem Thema. Was Jens gesagt hat, Störerhaftung. Bruno hat schon dazu gesagt, zu Recht, das, was die Copyright-Inhaber versuchen, um Urheberrechtsdelikte zu verhindern im Netz, sind genau die Techniken und Technologien, die auch mit dem Ziel der Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt werden oder eingesetzt werden sollen. Internetsperren, Internetfilter, Auskunftsansprüche zur Identifizierung von Internetnutzern, die Kontrolle des freien Informationsaustauschs im Internet. Daran besteht ein gemeinsames Interesse von
privaten Rechteinhabern und Sicherheitsfanatikern, sage ich mal. Und wir haben tatsächlich im Schleswig-Holsteinischen Landtag eine Bundesratsinitiative beantragt, die genau diese Störerhaftung klar eindämmen soll. Im Moment verlangen die Gerichte von Anbietern, von Hostern, also von Share-Hostern, wo man Dateien veröffentlichen kann, eine vorbeugende Kontrolle auf Urheberrechtsverstöße hin, anhand des Namens oder anhand von Checksummen oder dass man Hackerseiten überprüfen soll, wo Links irgendwie draufstehen. Da wird also ziemlich Unmögliches verlangt. Und das führt dazu, dass Informationen sehr schnell und, wie ich meine, vorschnell gelöscht werden, weil man einfach keinen Ärger damit will. Sobald sich jemand beschwert, werden Sachen runtergenommen und das stört die Meinungsfreiheit im Netz. Und deswegen haben wir beantragt, Löschungspflichten im Netz nur noch auf richterliche Anordnung zum Schutz der Meinungsfreiheit. Das schlägt übrigens auch die Beauftragte für Meinungsfreiheit der OECD so vor. Und wir wollen, dass Anbieter keine präventive Kontrolle durchführen müssen. Das ist nämlich nicht die Aufgabe von Privatunternehmen, sondern dass sie nur, wenn ein Rechtsverstoß aufgefallen ist, den löschen, aber nicht alle Nutzer identifizieren oder registrieren, um zu versuchen, sowas vorzubeugen. Das ist Kernanliegen für Meinungsfreiheit im Netz. Die Initiative ist in der Beratung und ich hoffe, nach der Bundestagswahl ist das soweit entpolitisiert, dass wir da auch zu einem gemeinsamen Kompromiss kommen werden mit der Koalition. Wir haben da gute Chancen. Vielleicht darf ich eine kurze Nachfrage stellen. Wir haben in Münster nämlich auch das Problem bei den WLANs und der Störerhaftung, vor allem in Cafés und Ähnlichem. Wir haben es in den USA gesehen, das Internet in bestimmten Städten der USA kann ich frei rumlaufen, habe überall WLAN, anonym, ich muss mich nicht identifizieren. In anderen Städten gibt es das auch. Was müssen wir denn tun, damit wir das in Deutschland auch richten? Du hast recht, es gibt ein Urteil des Bundesgerichtshofs, wo leider sehr missverständlich entschieden worden ist, dass jemand, der ein WLAN versehentlich offen gelassen hat, die Anwaltskosten zahlen musste, als jemand da irgendwie ein urheberrechtlich geschütztes Musikstück in der Tauschbörse eingestellt hat. Und das wird so interpretiert, dieses Urteil, dass man quasi überhaupt keine offenen WLANs mehr betreiben darf in Deutschland, ohne zu riskieren, dafür zu haften, was die Mitbenutzer damit machen. Und das zerstört ja letztendlich unsere Infrastruktur, unsere telekommunikative Infrastruktur und wirft uns weit hinter die Informationsgesellschaft zurück, dass es heute in Deutschland eigentlich keine offenen WLANs mehr gibt. Und was müsste man machen? Ganz klar, man muss festlegen, dass Anbieter von WLANs genauso wenig dafür haften, was andere mit ihrem Netzzugang machen, wie der Betreiber einer Telefonzelle. Der haftet ja auch nicht, wenn ich jemanden beleidige an der Telefonzelle, muss die Telekom auch nicht dafür haften. Und genauso wenig kann es sein, dass wir für das haften, was über unseren Internetzugang, den wir teilen, mit anderen tun. Da muss ganz einfach das Telemediengesetz geändert werden. Das ist Bestandteil unseres Pakets, was wir da beantragt haben. Ja, Patrick, ein Satz, der mir bei dir auch jetzt in Erinnerung geblieben ist, ist der Satz, Piraten wirken. Dann haben wir ja nicht nur in Schleswig-Holstein eine Fraktion im Landtag, sondern auch in Nordrhein-Westfalen. Und da würde ich jetzt einfach, also die Leute in Nordrhein-Westfalen sind ja auch sehr eifrig im Bereich Datenschutz unterwegs. Merkt man auch beim Thema NSA-Leaks, ist in Nordrhein-Westfalen sich Leute engagieren, es da sehr gute Aktionen gegeben hat. Deswegen würde ich einfach dem Frank nochmal die Gelegenheit geben, einfach aus der Perspektive Landtag Nordrhein-Westfalen, was zu der Thematik zu sagen. Bitte. Ja, danke. Wir versuchen natürlich auch da das zu machen, was möglich ist. Das ist natürlich hauptsächlich thematisieren, Bewusstsein schaffen. Wir stoßen da natürlich aber auch immer wieder an die Grenze, dass vieles halt Bundesrecht ist. Und deswegen brauchen wir also ganz dringend die Piraten im Bundestag als Gegenspieler. Und wir hoffen sehr, dass wir hier mit euch beiden das bald machen können und mit den anderen. Ja, Entschuldigung. Noch mehr. Also ich denke mal, für uns, das klang eben schon an, die anderen, ich glaube, die, ich will jetzt nicht wieder das Thema Neuland hier bringen, aber sie überblicken halt gar nicht, was wo wir halt gerade stehen, was die ganzen Probleme sind. Wir haben heute hier eine Menge thematisiert. Genau diese Dinge müssen in den Bundestag gebracht werden, müssen von da aus bearbeitet werden. Wir haben im Landtag jetzt zum Beispiel auch Anträge reingebracht zum Thema PRISM, die
Landes-IT zum Beispiel zu testen auf Sicherheitslücken, dass die ganzen Microsoft-Betriebssysteme, die da genutzt werden, die Verschlüsselung, die gerade mal von 100 Mitarbeitern, haben wir ja gerade in der kleinen Anfrage ins Innenministerium gestellt, 100 Mitarbeiter nutzen Ende-zu-Ende E-Mail-Verschlüsselung in der gesamten Landesverwaltung. Das ist ziemlich entsetzlich. Und wir haben dann einen Innenminister, der sich im Plenum hinstellt und auch wettert und sagt, dass NSA hier Verbindungsdaten speichert. Das würde gar nicht gehen, das dürfte also nicht sein. Im gleichen Atemzug sagt er aber, wir brauchen unbedingt die Vorratsdatenspeicherung. Da merkt man also, Verständnis ist da überhaupt nicht. Jetzt kommen wir im Landtag natürlich sehr schwer bei diesen Themen vorwärts. Das betrifft sehr viel Bundesrecht. Wir machen also viele Anträge, auch um Bundesratsinitiativen zu starten. Das ist halt sehr schwierig, wird nicht zu einem Ergebnis führen. Deswegen, wie gesagt, wir brauchen euch ganz dringend. Vielleicht können wir auf meine Frage zum dritten Korb zurückkommen. Der Bruno schaut schon mit den Füßen. Was steht denn da drin? Fallschirring endlich legalisieren? Ja, also wir haben natürlich einiges in dem Bereich vor. Wir müssen uns natürlich auch klar machen, dass vieles der Geschichten, die den dritten Korb betreffen, der jetzt eher so ein Präsentekörbchen für die Unterhaltungsindustrie ist, letztendlich schon durch die Infosorg-Richtlinie von der EU kam. Aber es gibt da vieles, was man anstoßen kann und was man neu aufmachen muss und diskutieren muss. Und das sind dann, es ist eigentlich ein Stückchen weit ein Dreiklang. Es betrifft einmal natürlich die grundlegende Urheberrechtsreform, sprich Verkürzung Schutzfristen, Legalisierung von File-Sharing beziehungsweise eine neue Definition der Privatkopie als solches, eine Remix-Schranke. Aber dann natürlich auch Dinge wie das Urhebervertragsrecht, was wesentlich ist, in Bereichen wie Open Access, gerade an Universitäten. Dann natürlich auch der Bereich Bildung, weil viele sehen immer Urheberrecht immer nur spezifisch von einer Seite, nämlich von der Unterhaltungsindustrie. Das hat auch ganz viel mit der Lobbylage zu tun im Bundestag. Die Lobbyisten im Bundestag wesentlich sind Institutionen wie die GEMA, die hat dann eigenes Büro politische Kommunikation und natürlich der Bundesverband der Musikindustrie und auch die Filmindustrie, die da ganz, ganz heftig immer anklopfen und ihre Vorstellung einbringen, dass aber gerade dieser Urheberrechtsbereich ganz, ganz viel mit Bildung zu tun hat, also mit diesem wesentlichen Bereich. Das wird immer gerne ein bisschen verdrängt, weil dadurch würde man zu viel über Bildung diskutieren, dann würde den Menschen eigentlich auch bewusst werden, wie wichtig es ist mit dieser Urheberrechtsreform. Dagegen, wenn man immer nur von Film und Unterhaltungsmaterial spricht, ist natürlich dann die Bereitschaft der Menschen darüber nachzudenken, inwiefern da eine Reform wichtig ist, nicht so gegeben. Und deswegen ist mir vor allem der Bildungsbereich wichtig, das heißt also Open Access, das heißt die Zweitverwertungsrechte von den Urhebern in dem Fall. Wir wissen gerade, wenn es um wissenschaftliche Veröffentlichungen gibt, und das liegt auch wieder an dem Lobbyisten, am Börsenverein des Buchhandels, der da drauf drängt, dass natürlich weiterhin die Wissenschaftsverlage quasi als einzige Werke, zum Beispiel Doktorarbeiten oder Ähnliches, verwerten dürfen. Wir sind natürlich der Meinung, dass das frei und offen gestaltet sein muss. Der Kompromiss, der da jetzt im dritten Körbchen gemacht wurde, der geht natürlich dahingehend, dass die Verwerter eine besonders lange Frist haben, erstmal alleine nur veröffentlichen zu dürfen. Dann darf der ursprüngliche Urheber in seiner Zweitverwertung gar nicht formatgleich veröffentlichen. Er hat nicht die Möglichkeiten, über eigene Internetseiten quasi seine Doktorarbeit zu publizieren, sondern eben dann nur über das Angebot des Verlegers. Hier wollen wir natürlich Verleger rausdrängen und da eine Offenheit auch hinsichtlich dessen, was den ganzen Bildungsbereich betrifft, also auch Open Educational Resources, wenn es um Lehrmedien geht, die momentan mit dem Paragraph 53 des Urheberrechts nicht in der Form kopiert und aufbereitet werden dürfen durch Lehrer. Lehrer sich heutzutage strafbar machen und da dann natürlich in keiner Form Medienkompetenz bei Schülern vermitteln können. Und
Der letzte Teil des Dreiklangs ist dann natürlich die Verwertungsgesellschaften. Wir haben auch gesehen, wie groß der gesamtgesellschaftliche Druck auf die GEMA ist, auch wirklich mit Grund, weil da eine Instanz da ist, die sich schon lange gemütlich gemacht hat im Urheberrechtswahrnehmungsgesetz und in einer Art und Weise zur Kasse bittet, wo keinerlei Verständnis mehr dafür da ist. Das ist auch so eine Geschichte, wo wir natürlich als Piraten maßgeblich am Protest dran sind. Ich klage zum Beispiel momentan auch dagegen, dass die Verleger endlich aus der GEMA verschwinden, dass Verwertungsgesellschaften ausschließlich für Urheber da sind. Eine Klage in einer ähnlichen Weise gibt es auch von dem deutschen Patentamtsanwalt Vogel, der gegen die Verwertungsgesellschaft VG Wort schon erfolgreich geklagt hat. Also so gesehen, wir haben den ganzen Dreiklang an Dingen, die wir verändern und angreifen wollen. Und ich glaube, da sind wir natürlich im Bundestag gut aufgehoben, aber dann natürlich auch im Europäischen Parlament. Ja, danke Bruno. Das war jetzt, glaube ich, auch schon eine ganze Menge. Ein Aspekt, den ich auch nochmal anschneiden möchte, wo ich euch nochmal dazu fragen möchte, ist einfach auch der Aspekt, das Internet induziert natürlich sehr viele Veränderungen in unserer Gesellschaft. Und Politik muss natürlich die Menschen mitnehmen. Politik muss natürlich auch den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. Deswegen ist ja auch gerade für uns das Thema mehr Beteiligung ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen ja nicht irgendwie von oben herab Netzpolitik verordnen. Wir wollen sie ja im Grunde genommen, sage ich mal, aus dem Schwarm heraus irgendwo machen. Und dabei auch allen Bürgern die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen. Das tun wir ja auch schon innerparteilich. Und es wäre ja auch sicherlich das Credo, wenn wir es in den Bundestag schaffen, dass wir die Menschen einbinden in die Zusammenarbeit mit dem Parlament. Jetzt wäre natürlich die Frage, gerade auch das Internet bietet ja da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Was wären denn da eigentlich so unsere Ansätze? Was haben wir uns da so für Dinge überlegt? Oder was wäre unsere Vision, wie wir auch zwischen den Wahlen halt den Bürgern mehr Möglichkeiten geben, an der Stelle mitzureden? In Bayern kennen wir ja Volksentscheide. Wer würde darauf gern antworten? Okay, einer nach dem anderen. Ja, Volksentscheide auf Bundesebene, ganz wichtiges Thema, ist derzeit noch überhaupt gar nicht möglich und das müssten wir schnellstmöglich einführen. Es hat gar nicht mal so viel mit Internet zu tun, sondern es passiert ja dann ganz klassisch mit Papier und Stift. Und nicht nur auf Bundesebene haben wir da noch große Schwierigkeiten, sondern auch auf Länderebene. Die einzelnen Länder haben ja auch unterschiedliche Hürden in Bezug auf Volksentscheide, Volksbegehren. Und da müsste man die Hürden deutlich niedriger setzen, denn in dem Moment, in dem Regierende davon ausgehen können, dass wenn sie eine Entscheidung gegen den Willen eines Großteils der Bevölkerung treffen, sie befürchten müssen, dann von einem Volksentscheid zurückgepfiffen zu werden, werden sie dazu übergehen, im vorauseilenden Gehorsam, sage ich mal, eher den Willen der Bevölkerung gemäß zu handeln, weil sich eben niemand die Blöße geben möchte, von einem Volksentscheid zurückgepfiffen zu werden. In Hamburg ist auf dem Weg eines Volksbegehrens auch ein sehr, sehr interessantes Gesetz auf den Weg gebracht worden, das sehr gut nochmal ja, den Aspekt der Transparenz mit dem Aspekt der Mitbestimmung zusammennimmt, und zwar das Transparenzgesetz. In Deutschland ist es derzeit so, dass wir auf Bundesebene, aber auch in fast allen Ländern bis auf Hamburg, Informationsfreiheitsgesetze haben. Das heißt, wenn ich als Bürger eine Entscheidung treffen möchte, dann brauche ich ja erstmal Informationen. Wenn ich diese Informationen von Behörden haben möchte, dann kann ich eine Anfrage stellen laut Informationsfreiheitsgesetz. Das bedeutet aber, Punkt A, ich muss erstmal selber die Arbeit auf mich nehmen, den Weg zur Behörde gehen, digital oder analog, um erstmal anzufragen. Punkt B, ich muss genau wissen, was ich anfrage, sonst bekomme ich nämlich auch keine Antwort. Punkt C, das kostet bis zu 1.000 Euro und gerade unbequeme Anfragen werden über diese Kostenschiene auch gerne mal abgebügelt. Die Erfahrung habe ich auch schon selbst gemacht. Und im Gegenzug dazu würde ein Transparenzgesetz bedeuten, dass Behörden verpflichtet werden, alle Informationen, das heißt auch Verträge vielleicht mit Privatunternehmen, zu veröffentlichen, und zwar präventiv, ohne dass sie angefordert werden, sodass jeder Bürger jederzeit dort reinschauen kann. Das würde ganz viel zur Korruptionsbekämpfung beitragen. Das würde auch ganz viele Kosten einsparen, denn momentan darf man ja auch nicht vergessen, dass der Gang zu Dokumenten zwischen Behörden ein unglaubliches Märtyrium sein kann, das unglaubliche Kosten auch verursacht, da man
erstmal den ganzen Papierkram machen muss, ehe man ein Dokument von Behörde A zu Behörde B schieben kann. Und mit einem Transparenzgesetz könnte halt nicht nur der Bürger drauf zugreifen, sondern auch die Behörden untereinander. So, und das wären so die zwei Dinge, die aus meiner Sicht unbedingt gefixt werden müssen. Wir brauchen erstmal direkte Demokratie, und zwar auf allen Ebenen. Das bedeutet auch, dass zu EU-Fragen beispielsweise dann auch ein Volksentscheid möglich wäre und auch verpflichtend durchgeführt wird. Und der andere Aspekt wäre wirklich, um eine informierte Entscheidung treffen zu können, muss ich als Bürger, aber auch als Verbraucher erstmal Zugang zu allen Informationen haben. Und deshalb brauchen wir ein Transparenzgesetz nach Hamburger Vorbild, aber am besten noch durchgreifender auf Bundesebene. Ja, da wollte ich doch dann jetzt mal kurz einhaken, weil das geht ja dann tatsächlich schon auf Landesebene, und das ist genau etwas, was wir gerade in der letzten Sitzung vor der Sommerpause im Parlament in Nordrhein-Westfalen eingebracht haben, ein Transparenzgesetz nach Hamburger Vorbild, wo wir die Kommunen mit eingearbeitet haben. Es lässt sich so ein Stadtstaat wie Hamburg natürlich mit so einem großen Flächenland wie Nordrhein-Westfalen, vor allen Dingen mit dieser ganzen Kommunalstruktur, kommunale Selbstverwaltung natürlich nicht einfach vergleichen. Wir haben aber genau das, was Katha sagte, also halt ein Gesetz, wo proaktiv erstmal die Veröffentlichung im Vordergrund steht und immer begründet werden muss, wenn irgendwelche Unterlagen nicht veröffentlicht werden sollen. Das ist eingebracht, das wird zum Ende des Jahres in die Anhörung gehen, und ich hoffe, dass wir, weil es gibt auch von den anderen Fraktionen, es gibt den Druck von der Bevölkerung ganz klar und auch von anderen Fraktionen, sage ich mal, den Druck, da irgendetwas zu tun. Und ich hoffe, dass wir mit unserem Vorschlag, mit der Einbindung der Kommunen in einem Stufenmodell weit nach vorne kommen. Das wird zwar bis ins nächste Jahr reichen, bis darüber abgestimmt wird, aber das ist halt etwas, was Piraten jetzt schon in den Landesparlamenten machen können und machen. Möchtest du noch was ergänzen, Patrick? Ja, ich kann auch noch ein bisschen was aus unserer Praxis zu dem hinzufügen, was ihr richtig gesagt habt. Ein paar praktische Beispiele. An der Transparenzfront kämpfen wir schon seit wir im Landtag eingezogen sind in Schleswig-Holstein. Das fängt an damit, dass es da die sogenannte Ältestenratssitzungen gibt, wo die Fraktionsvorsitzenden nicht öffentlich Absprachen miteinander treffen. Und wir waren die Ersten, die das mal in Frage gestellt hat, warum das eigentlich geheim stattfinden muss. Haben dann auch dementsprechend gegen den Willen der anderen alles veröffentlicht, was da besprochen worden ist. Und dann ist die Geschäftsordnung so geändert worden, dass uns das unter Androhung des Ausschlusses verboten worden ist. Aber immerhin ist eine nachträgliche Ergebnisveröffentlichung vorgesehen worden. Das ist, glaube ich, das erste Parlament in Deutschland, wo das so der Fall ist. Insofern haben wir da einen Teilerfolg schon erringen können. Ein weiteres Beispiel war das Thema Fracking. Bei uns ist es leider so, anders als in anderen Ländern, Genehmigungen zur Suche nach Erdöl-Erdgasvorkommen werden erst veröffentlicht, wenn sie schon ausgesprochen worden sind. Also es ist natürlich nicht Sinn der Bürgerbeteiligung, das erst bekannt zu machen, wenn schon entschieden ist. Wir haben verlangt, dass diese Anträge halt schon nach Eingang veröffentlicht werden, um mitzubekommen, wo genau was gesucht wird, und haben immerhin erreicht, dass wir ungefähr die Gebiete veröffentlichen dürfen, die da betroffen sind von entsprechenden Aufsuchungsanträgen. Und beim Thema Bürgerbeteiligung könnte ich als Beispiel nennen ein Haushaltsprojekt, was wir haben. Da kann jeder Bürger sich den Haushaltsplan grafisch darstellen lassen, aufbereitet ansehen und kann Fragen dazu einreichen. Beim letzten Mal sind auf diese Weise ungefähr 100 Fragen von Bürgerinnen und Bürgern eingegangen, die wir der Landesregierung stellen konnten und aufbauend auf den Antworten dann auch Änderungsanträge einreichen konnten. Auf die Art und Weise ist zum Beispiel die Kürzung eines Zuschusses für ein AStA an einer Fachhochschule zurückgenommen worden, nachdem wir entsprechend kritische Fragen dazu gestellt haben. Und ein anderes Beispiel, was jetzt vielleicht die politische Arbeit betrifft, war,
dass wir die Bürgerinnen und Bürger gebeten haben, eine Bewertung, eine Priorisierung unseres Wahlprogramms vorzunehmen, also zu voten, welche Punkte aus unserem Wahlprogramm Ihnen eigentlich am wichtigsten sind. Und so haben wir ein Ranking bekommen, einerseits von Mitgliedern der Piratenpartei, andererseits von der Öffentlichkeit, welche Themen eigentlich die wichtigsten Anliegen sind und wir zuerst angehen sollen. Und die behandeln wir dann halt auch prioritär und arbeiten speziell an den Themen, die den Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind. Interessanterweise war zum Beispiel ein wichtiges Thema Abbau von Subventionen, was man so vielleicht nicht auf den ersten Blick vermutet hätte, aber das war das drittwichtigste Thema in der öffentlichen Umfrage. Und so in der laufenden politischen Arbeit funktioniert auch ganz gut, dass ich einfach Entwürfe für Anträge oder für Anfragen vorher ins Netz stelle und das Pad verlinke, und da werden zum Beispiel dann noch weitere Fragen hinzugefügt an die Regierung. Da kamen schon gute Anregungen rein. Oder es wird auch mal was kritisiert, wenn eine Begründung nicht so deutlich ausgefallen ist, wie zum Beispiel zum Thema Kappungsgrenze absenken, haben wir einiges verbessern können, nachdem da Kritik noch gekommen war. Also das macht auch sonst keine andere Fraktion, dass sie solche Entwürfe vorher, vor der Einbringung einbringen würde. Für die anderen Parteien ist Bürgerbeteiligung immer, wenn der Antrag im Parlament ist, ist er ja öffentlich, dann diskutieren wir drüber. Aber da hat man sich ja schon festgelegt, das ist keine echte Bürgerbeteiligung, wie wir sie wollen. Danke, Patrick. Jetzt schaue ich zum Jens rüber. Wir haben ja auch jede Menge Leute, die zu Hause vor den Bildschirmen sitzen und jetzt über Social Media oder über Twitter halt vielleicht eine oder andere Frage haben. Gibt es denn da schon irgendjemanden, der sich da gemeldet hat? Hallo, hallo, das ist es. Ihr habt mir ein falsches Mikro rübergereicht, glaube ich. Wer im Stream zuguckt, kann mit dem Hashtag PNK13 auch hier eine Frage stellen. Das würde ich hier sehen und diese Frage dann tatsächlich auch stellen. Ihr könnt aber auch im Publikum natürlich Fragen stellen. Einfach mal den Finger heben. Ansonsten würde ich nämlich noch ein etwas größeres Fass aufmachen wollen. Wir haben heute relativ viel gehört, dass der Überwachungsstaat uns Schritt für Schritt ereilt. Bisher haben wir immer versucht, die Grausamkeiten aus den Gesetzen der Regierungen der letzten Jahre möglichst abzumildern, rauszustreichen oder zu revertieren. Da stellt sich doch die Frage, gibt es vielleicht die Möglichkeit, so ähnlich wie mit einem International Liberty Agreement auf internationaler Ebene, vielleicht zukünftige Versionen von ACTA schon im Keim zu ersticken, auch im Bundestag einfach mal ein Gesetz zu erlassen, was sozusagen Freiheiten zusätzlich garantiert zu denen, die wir eigentlich schon im Grundgesetz glauben zu haben. Gibt es ein Recht, soll es ein Recht auf Anonymität geben, dass sich alle einig sind, dass es dann auch da drin steht? Müssen wir es reinschreiben? Müssen wir sozusagen wirklich positive Ausnahmen definieren? Ist das die Möglichkeit, vielleicht aus der Verteidigungshaltung herauszukommen? Oder was meint ihr? Ja, Frank. Ja, Patrick hat das in seinem Vortrag, glaube ich, heute ja schon auch ausgeführt, dass die informationelle Selbstbestimmung, die ja als Grundrecht definiert ist, letztlich schon aussagt, dass Anonymität zu gewährleisten ist. Weil wenn ich keine Daten abgeben möchte, dann bin ich halt anonym. Gut, man könnte dann einem Durchführungsgesetz vielleicht reinschreiben, dass also auch Telekommunikation ohne Abgabe von Daten zu benutzen sein muss. Also das ist sicherlich eine Klarstellung, die Piraten im Bundestag wunderbar als Antrag einbringen könnten. Das hilft in der Sache sicherlich. Wie gesagt, die Anonymität zu gewährleisten, wäre für mich auf jeden Fall etwas sehr Wesentliches. Was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, ist, dass gerade im Windschatten dieser ganzen Überwachungsaffäre und auch im Windschatten dessen, dass wir als Piraten ja immer mehr Bürgerbeteiligung fordern,
mehr Partizipation im ganzen Regierungsbereich, gleichzeitig in diesem Windschatten neue Handelsabkommen, Jens sagt es gerade, wie ACTA geschlossen werden. Es ist dieser Tage TTIP, dieses Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten, wo wir extrem wenig drüber wissen, was da stattfindet. Eigentlich immer nur mit einer Formel dafür geworben wird, es würde zu mehr Wachstum und mehr Jobs bringen, aber konkret wird wenig gesagt. Und die Dinge, die aber geleakt wurden bisher, die zeigen dann doch, dass es zum Beispiel Möglichkeiten gibt, ein Fracking-Verbot zu kippen. Es gibt die Möglichkeit, plötzlich Commons, wie zum Beispiel unsere Wasserversorger und ähnliche Dinge zu Dienstleistungen privater Art zu machen. Futtermittel wird durch die Hintertüre eingeführt. Dann, was ganz tragisch ist, die Investorenschutzklausel, die dann zum Beispiel dazu führen kann, dass Mindestlohnforderungen, die vielleicht gesetzlich durchgesetzt werden, dann plötzlich, dass dagegen geklagt werden kann von Konzernen, ebenso auch gegen Umweltrichtlinien und all diese Dinge. Und wenn wir uns da mal anschauen, dass, wenn drüber diskutiert wird, ja, wir brauchen diesen Freihandel wegen den Zöllen, die Zölle sind bereits jetzt bei 3%. Das ist ein marginaler Betrag, da muss man nicht drüber neu diskutieren. Da finde ich ganz tragisch, Folgendes findet statt mit diesen Handelsabkommen, so wie bei ACTA bereits. Das sind zwei Ebenen. Ebene 1, dass mehr und mehr öffentliche Dinge und ja, da kommt das Unwetter der Freihandelsabkommens, da braut sich was zusammen, dass so mehr und mehr in privatwirtschaftliche Hand abgegeben wird, was eigentlich wir gerade als Piraten fordern, dass die Bürger mehr drüber mitbestimmen müssen. Und dann zum Zweiten, ganz tragisch, es werden schon wieder drei Bereiche zusammengefasst und auch versucht, restriktiv zu verteidigen. Das sind einmal natürlich Immaterialgüterrechte im Sinne von Urheberrechten, Patentrechten und natürlich Markenschutz. Und das ist genau diese unselige Dreifalt, die wir schon in ACTA hatten. Und wir hatten damals immer gesagt, dass ACTA letztendlich ein Zombie ist, das mit vielen Namen wiederkommt. Und genau das findet gerade statt. Und tragischerweise bekommen viel zu wenig Menschen davon mit, weil eben in der Öffentlichkeit ganz andere Dinge diskutiert werden. Und ich glaube, da müssen wir als Piraten der nächsten Zeit nochmal ganz kräftig anfangen zu trommeln, weil dieses Freihandelsabkommen, das wird wirklich massiv Rechte von Bürgern und auch unserer ganzen zivilen Gesellschaft einschränken. Bei dem Stichwort Zombie fällt mir ein, es gab einmal eine sehr interessante Protestaktion von Ärzte ohne Grenzen von dem EU-Parlament. Die haben sich als Zombies verkleidet und haben so gegen Patente auf Medikamente demonstriert. Denn das ist ein massives Problem, wenn es auch um die Entwicklungshilfe geht. Und da sieht man auch das Urheberrecht oder Patentrecht eben, da geht es gar nicht nur um die Musikindustrie oder da geht es nicht nur um Falschen, sondern da geht es eben auch um Entwicklungshilfe, da geht es auch um Bildung, da geht es um ganz viele Aspekte unseres alltäglichen Lebens und in Zukunft wird das noch viel mehr Aspekte betreffen. Und nochmal zu deiner ursprünglichen Frage. Ich glaube, wir brauchen eher eine positive Gesetzgebung, die nicht dazu übergeht, Ausnahmen von Grundrechten abzuarbeiten. Denn momentan, wenn wir uns die Grundrechte durchlesen, dann sind wir eigentlich vollkommen zufrieden damit. Wir lesen, oh, okay, wir haben hier Pressefreiheit, eine Zensur findet nicht statt und außerdem ist die Würde des Menschen unantastbar und wir sehen diese ganzen Grundrechte, die alle sehr schön klingen. Wenn wir aber ins passende Strafgesetzbuch schauen, wenn wir ins Telekommunikationsgesetz schauen, wenn wir ins Telemediengesetz schauen, dann sehen wir einen Wust an Ausnahmen, den erstmal kein Mensch durchblickt, außer er ist Jurist und kann sich wehren oder er kann sich einen Juristen leisten. Und Punkt zwei ist, dass es eigentlich den Sinn und Zweck dieser Grundrechte unterläuft, wenn wir einfach dazu übergehen, dass momentan in ganz vielen Fällen die bedingungslose Einhaltung des Grundrechts eigentlich zur Ausnahme gehört, weil es mittlerweile so viele Ausnahmen für so viele Sonderermittlungsfälle gibt, bei denen eben dieses Grundrecht über Bord geschmissen werden kann. Und ich glaube, eine Sache würde uns ganz immens helfen, auch mehr Öffentlichkeit oder mehr Sensibilität für dieses Thema zu schaffen. Und das ist die Benachrichtigungspflicht. Wir haben momentan bei allen möglichen verdeckten Maßgaben keine gesetzliche Notwendigkeit, die Betroffenen zu informieren. Gerade in Schleswig-Holstein gab es ja diese große Anfrage der Fraktion in Bezug auf Funkzellenabfragungen durch die Polizei. Und da ist rausgekommen, dass ganze Gebiete in Kiel über mehrere Monate flächendeckend komplett überwacht worden sind. Da ist rausgekommen, dass eben in Kiel mehrere Millionen Menschen in Funkzellenabfragen gelandet sind. Das heißt, da sind ihre Standortdaten und ihre Telekommunikationsdaten von der Polizei gespeichert worden. Und es ist auch rausgekommen, dass das über Jahre
nach Abschluss des Verfahrens gespeichert wird. Und ich glaube, von den insgesamt Betroffenen, von den Millionen Betroffenen, wurden nur 20 informiert. Das sind eben die Leute, die bei denen es dann wirklich zu einem Verfahren kam. Aber die ganzen Leute, die eben in diese Rasterfahndung geraten und deren Daten immer noch in den Datensilos liegen, die wissen nicht davon. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass jeder dieser Menschen, der in so eine Funkzellenabfrage kommt, einfach eine SMS bekommt, wo drin steht: Entschuldigen Sie bitte, hier ist die örtliche Polizei von Kiel und wir haben Ihre Daten erfasst. Wir wissen, dass Sie gerade mit Ihrem Anwalt kommuniziert haben und dass Sie dabei vor Ihrer Arbeitsstelle standen oder so. Wenn man das mal an mehrere Millionen Bürger schicken würde, und zwar mehrfach im Jahr, ich glaube, dann wird den Menschen ganz anders werden. Und das Problem ist, stellt sich ja nicht nur bei Funkzellenabfrage, sondern bei ganz vielen Maßnahmen. Und ich glaube, da brauchen wir mehr Öffentlichkeit, mehr Transparenz. Wir müssen wissen, was da eigentlich passiert, um auch uns angemessen rechtlich dagegen wehren zu können. Denn wenn ich nicht weiß, dass ich überwacht werde, dann kann ich mich nicht dagegen wehren. Und das ist ein grundsätzliches Problem, was wir eigentlich in allen Bereichen der verdeckten Ermittlungen beheben müssen. Ja, vielen Dank. Bevor ich jetzt hier tatsächlich eine Frage aus dem Twitter stelle, muss ich noch einen kleinen Satz loswerden, denn das war einfach so schön jetzt mit dem Patent- und Urheberrechten. Was den meisten Leuten nicht klar ist, ist, glaube ich, dass ein solcher Medienwandel und eine solche gesellschaftliche Umwälzung immer auch Gewinne mit sich bringt. Und zwar nicht nur fiskalische Gewinne, sondern auf allen Gebieten. Es gibt also Einsparungen und es gibt neue Möglichkeiten. Und ein Aspekt, der aus meiner Sicht sehr unterschätzt ist, der Gerechtigkeit, ist, dass alle Menschen von diesen Modernisierungsgewinnen profitieren. Und das tun sie im Moment nicht. Die Modernisierungsgewinne werden ungleich verteilt. Wir haben gerade schon das Beispiel mit den Lehrern in der Schule gesehen. Das ist ja hochgradig absurd. Wir sehen auch beim geistigen Eigentum, wenn ich das Wort jetzt doch mal benutze, ich bin böse, ich weiß, ich tue Buße nachher. Also bei Immaterialgüterrechten, wie der Jurist sagt, der ich nicht bin, Patentrecht, Urheberrecht, Markenrecht und ähnliche verwandte Schutzrechte, an all diesen Stellen gibt es eine extreme Schieflage und es wird versucht, diese Schieflage zu Ungunsten des Gemeinwohls und auch des Wohls der meisten einzelnen Menschen entweder sogar zu verschärfen oder beizubehalten über die digitale Revolution. Und das ist ein Aspekt, den man wirklich als Bürger unbedingt einfordern sollte. Und das ist ein Aspekt von sozialer Gerechtigkeit letzten Endes auch, und zwar auf globalem Level, wie wir jetzt gerade schon bei den Medikamenten und in Entwicklungsländern gesehen haben. Aber jetzt komme ich tatsächlich zu der Frage von Piratos. Der fragt nämlich, warum schafft man kein Gesetz, dass Informationen aus digitaler Überwachung strafrechtlich nicht nutzbar sein dürfen? Ja, wo wir gerade so schön beim Vermischen von Diskussionssträngen sind, noch ein Wort zu Katar, bevor ich die Frage beantworte. Als Konsequenz zu dieser millionenfachen Funkzellenabfrage diskutieren wir gerade als Weg, um zu einer Benachrichtigung zu kommen, eine Idee, wonach so eine Art Opt-in-Verfahren die Bürger ihre Handynummer angeben können, wenn sie eine Benachrichtigung erhalten wollen. Das ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, man könnte quasi so eine Benachrichtigung anfordern und würde dann als Betroffener, wenn die eigene Nummer irgendwo abgefragt wird, benachrichtigt werden. Das ist schon mal, wäre ein Fortschritt, wenn uns das gelingt. Und da gibt es auch aus der Koalition Signale, dass man sich darauf vielleicht als ersten Schritt einigen könnte. Also auch da kommen wir voran. Jetzt zu der Frage Verwertungsverbot, denn darum geht es ja, dürfen eigentlich illegal erhobene Daten verwendet werden. In Deutschland sagen die Gerichte, im Grundsatz gibt es gar kein Verwertungsverbot, das heißt, zur Strafverfolgung darf ich Informationen nutzen, egal wo die herkommen, auch wenn die irgendwie illegal gewonnen worden sind, es sei denn, das Interesse am Datenschutz der Betroffenen wiegt im Einzelfall schwerer als diese Straftat, die verfolgt werden soll. Das wird aber nur recht selten angenommen bei Informationen aus der Intimsphäre und so weiter. Das führt dazu, dass zum Beispiel die Anbieter von Telekommunikations- und Internetdiensten massiv Verkehrsdaten speichern, die sie gar nicht brauchen und deswegen auch gar nicht erheben dürften. Zum Beispiel, wenn wir mit dem Handy telefonieren, in welcher Funkzelle wir uns aufhalten, was überhaupt nicht abrechnungsrelevant ist. Oder Anrufe, die wir entgegennehmen, also eingehende Verbindungen, die auch nicht abrechnungsrelevant sind. Und der Staat profitiert davon, weil er munter Auskunftsersuchen stellt. Sogar private Rechteinhaber lassen sich IP-Adressen beauskunften,
mit Hilfe von Daten, die eigentlich nicht da sein dürften. Denn eigentlich werden zur Abrechnung nicht benötigt die Informationen, mit welcher IP-Adresse wir im Netz unterwegs sind. Nur weil es kein Verwertungsverbot gibt, und deswegen finde ich die Forderung auch wichtig, man könnte das auch gesetzlich so regeln, weil es kein Verwertungsverbot gibt, haben sowohl Anbieter als auch der Staat ein Interesse daran, dass möglichst viele Informationen angesammelt werden. Und wozu das im Extremfall führt, sieht man bei dem Komplex der Zusammenarbeit der internationalen Geheimdienste. Die machen ja gerade eine solche Datenwäsche, indem sie nämlich Informationen untereinander austauschen, ohne zu sagen, wo die herkommen. Und so kann man ganz leicht Informationen auf einmal verwenden hier in Deutschland, die aus kompletten Totalüberwachungen der USA herkommen, die vielleicht aber sogar in syrischen Gefängnissen, sage ich mal, erfoltert worden sind. Auch solche Fälle gibt es, wo Personen unter Folterumständen in Syrien festgehalten worden sind, teilweise von den USA überhaupt erst dahin gebracht worden und dann dort vernommen werden unter diesen entsprechenden Bedingungen. Solange die Quellen nicht klar sind, muss man meines Erachtens bei Staaten, die systematisch solche Praktiken anwenden, davon ausgehen, dass die illegal gewonnen worden sind und dürfte die auch nicht verwerten. Was jetzt gilt bei einem unmittelbar bevorstehenden Terroranschlag, dann gilt vielleicht Notstandsrecht, aber in den allermeisten Fällen ist das nicht der Fall. Da geht es überhaupt nicht um solche Fälle, sondern um allgemeine Beobachtungen von entsprechenden Gruppierungen. Und da muss aus meiner Sicht müssen die Menschenrechte durchgesetzt werden und Vorrang haben. Darf ich an der Stelle noch ganz kurz was ergänzen zu der Frage von dem Kollegen zur strafrechtlichen Verwertung? Also allein das Verbot einer strafrechtlichen Verwertung löse die Datenschutzproblematik nicht für alle Betroffenen. Dann stelle ich mir zum Beispiel vor, ich bin überhaupt gar kein Straftäter, gar nichts verbrochen und möchte einfach nicht, dass jemand eben meine Daten hat und Informationen über mich erfährt, also Informationen der Selbstbestimmung, dann ist es für mich ein schwacher Trost, wenn dann jemand sagt, ja, das kann aber auch nicht strafrechtlich gegen dich verwendet werden. Es ist immer ein Eingriff in die Privatsphäre, wenn diese Daten erhoben werden. Nicht erst dann, wenn sie strafrechtlich benutzt werden, im Sinne, ne? Das stimmt, aber du hättest immerhin diesen Anreiz nicht mehr. Im Moment hat der Staat ein Interesse daran, dass Daten gesammelt werden, selbst wenn es illegal ist. Und wenn wir ein System hätten mit Verwertungsverbot, müsste er darauf achten, dass die Dinger rechtmäßig gewonnen worden sind. Und dann hättest du diesen Anreiz nicht mehr, verstehst du? Deswegen glaube ich schon, dass es ein Fortschritt auch bei der Datensammlung wäre. Verwertungsverbot, meinst du damit jetzt das Thema Fruit of a Poison oder Fruit of a Poison Tree? Das heißt, wenn sie unrechtmäßig erworben werden, dann dürfen sie nicht vor Gericht verwendet werden? Okay. Ja, das ist ja eigentlich eine sinnvolle Forderung. Ich glaube, die haben wir auch im Wahlprogramm drin, ne? Wobei die Frage hier bei dem Kollegen von Twitter geht gar nicht mal um die unrechtmäßige Erhebung. Hier steht tatsächlich, Informationen aus digitaler Überwachung generell nicht verwerten zu dürfen. Das geht natürlich sehr weit. Ja, also ich würde da grundsätzlich die Trennung ziehen zwischen Ermittlung und Überwachung. Und die Piratenpartei setzt sich grundlegend gegen eine präventive, verdachtsunabhängige Ermittlungs- oder Ausforschungsarbeit auf Basis von Überwachung ein. Also zielgerichtete Ermittlungen ja, aber Überwachung nein. Von daher, also die Frage lautete, ob wir grundsätzlich aus Überwachung gewonnen, also wir sind grundsätzlich gegen eine verdachtsunabhängige Überwachung beziehungsweise alle möglichen Maßnahmen, die das auch auf digitaler, aber auch auf analoger Ebene machen, genauso wie die Kfz-Massenspeicherung, die ja auch in den letzten Monaten wieder zugeschlagen hat in ganz Deutschland. Das sind wieder solche Sachen, bei denen halt Menschen einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sein können und da in den Raster geraten. Und solche Maßnahmen lehnen wir grundweg ab, genauso wie wir es ablehnen, dass verdachtsunabhängig einfach mal alle Studierenden mit Migrationshintergrund der Uni Münster gerastert werden oder einfach mal einen Gesinnungstest ausführen müssen. Das sind alles immer Sachen, die richten sich meistens erst primär gegen Minderheiten, wo da wird nach Minderheiten gerastert, sodass die Mehrheit sagt, das betrifft mich nicht. Aber spätestens seit PRISM wissen wir ja, dass wir alle ins Raster früher oder später gelangen, weil das Raster immer engmaschiger wird. Von daher würde ich die Frage auch dahingehend ganz klar beantworten. Wir setzen uns für eine Welt ein ohne digitale Überwachung. Kurze Ergänzung dazu vielleicht noch. Wir, also ich sage mal wir jetzt als datenschutzinteressierte Politiker oder Amateure ja zum Teil noch, ich zumindest, wissen aber inzwischen auch, dass der eigentliche Datenschutz fast nur mit Datensparsamkeit erreicht wird. Das heißt, wir müssen uns aus meiner Sicht auch gesetzlich dazu durchringen, dass wir die Dinge nicht erheben.
Und es gibt tatsächlich schon einige zaghafte Pflänzchen, so Privacy by Default und solche Dinge. Denn die Informationsgesellschaft hat per Default im Moment alle Spuren. Aber das müsste sie nicht haben. Bei mir zum Beispiel, in meinem eigenen Büro hat sich vor wenigen Jahren der Wandel vom metallenen Schlüssel zur Chipkarte vollzogen. Und seitdem werden natürlich diese Besuche meines eigenen Büros auch aufgezeichnet, weil das einfach so eingestellt ist in diesem Ding. Da hat sich auch keiner Gedanken drüber gemacht. Das ist auch eigentlich unzulässig, wird dann auch diskutiert. Aber das ist bei allen diesen Geräten, die wir haben, so. Das macht man sich eben überhaupt nicht klar. Das ist den meisten Leuten auch nicht bewusst. Aber warum muss ich denn nur, weil ich jetzt mit einer Chipkarte meine Tür aufschließe und nicht mit einem Metallschlüssel, auf einmal 2 Wochen aufbewahren, wann ich da rein und rausgegangen bin? Und das war doch vorher auch nicht wichtig. Und wir haben es auch nicht gebraucht. Das ist nämlich der Irrglaube. Die Leute denken, wenn es elektronisch ist, das muss ich jetzt haben. Meistens machen es die Techniker, weil sie faul sind. Wenn die Anlage kaputt ist, müssen sie nicht erst die Überwachung einschalten, um einen Tag später zu wissen, warum die kaputt ist, dann können sie es sofort reparieren. Aber dieser Argument, da sollten wir, glaube ich, unsere Informationsgesellschaft nicht drauf aufbauen, sondern wir sollten ganz klar sagen, wenn Daten anfallen, dann werden erstmal weggeschmissen. Ja? Oder elektrische Stromzähler. Bei jedem von uns wird wahrscheinlich in Kürze ein sogenannter elektronischer Stromzähler von seinem Anbieter eingebaut. Und da wurde nicht sofort überlegt, die Daten, die früher gar nicht erhoben wurden, einfach erstmal wegzuschmeißen und das nur dann zu aktivieren, wenn es sinnvoll notwendig oder vielleicht vom Kunden nochmal bestellt und gewünscht wurde. Nein, da wird sofort erstmal drüber nachgedacht, das ist ja geil, wir haben total viele Daten, was machen wir jetzt mit dem geilen Zeugs? Das führen wir erstmal ab, teilweise sogar in private Subunternehmen von Stadtwerken, ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da kann ich dann sehen, beziehungsweise dann können die dann sehen, wann ich auf Klo gehe. Und solche Dinge. Ne? Also wir müssen Privacy by Default und das müssen wir gesetzlich durchfechten, ist ein ganz unterschätzter Bereich aus meiner Sicht. Dazu würde ich auch gerne noch was sagen, gerade zu dem Thema Datensparsamkeit, Privacy by Design und by Default. Das sind zwei ganz wesentliche Dinge, die vor allem, wenn wir über einen Aspekt nachdenken, der uns in der Zukunft alle betrifft, im Internet der Dinge. Wenn plötzlich jedes Device, jedes noch so kleine Device eine IPv6-Adresse hat, die dann eben nicht auf Privacy by Default geschaltet ist und dann jederzeit auszuspähen ist, was das an Persönlichkeitsprofilen für den Einzelnen betrifft. Und da komme ich auch gern noch mal kurz zurück aufs Urheberrecht. Da haben wir nämlich eine ähnliche Konstruktion, wenn wir uns Digital Rights Management anschauen in Sachen Urheberrecht, gerade im Bereich E-Books, die wir uns kaufen, wo dann übermittelt wird, also bevor wir überhaupt in den DRM-Bereich kommen, wo übermittelt wird, welche Kapitel wir gerade lesen, wann wir die lesen, all diese Informationen, die hochgespielt werden, die unserer Meinung nach wirklich in keiner Form übermittelt werden dürften. Und das ist aber alles in der Idee von DRM mit enthalten, weil natürlich jedes Mal, wenn ich dieses E-Book aufmache, erstmal abgefragt wird, ob dieses Book legal erworben wurde. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Plattformneutralität. Es gibt eben nun mal ganz bestimmte Plattformen, die ganz in einem besonderen Maße DRM-Maßnahmen einsetzen. Also wenn ich hier alleine daran denke, was ich hier auf dem Tisch liegen habe, da wird mir manchmal schon auch Angst und Bang. Und gerade wenn wir das in Kombination mit der Technologie von morgen sehen, die eben jetzt am Kommen ist, ist das, finde ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, dass wir uns darum kümmern müssen, Datensparsamkeit in jedem Bereich. Und weil du das so hervorragend gesagt hast, E-Books und genau diese Tatsache sind ein absolut super Beispiel für das, was ich vorhin als Modernisierungsgewinn genannt habe, denn ich kann das E-Book ja im Allgemeinen nicht weiterverkaufen. Ja, und das ist übrigens auch bei Spielen, wir sind im Moment auch auf der Gamescom-Zeit, ein Problem, was subjektiv für den Verbraucher ein echter ein Minderwert ist. Das wird überhaupt einfach so en passant gemacht, man kann es nicht wiederverkaufen. Oft kann man es sogar gar nicht beliebig lange benutzen. Und das muss man sich bei einem gedruckten Buch mal vorstellen, dass wenn man jetzt ein Buch, was man vielleicht von seiner Oma geerbt hätte, aus dem Schrank zieht und die Seiten wären alle leer. Ja, ich glaube, insgesamt stellt sich eben bei vielen Innovationen in dem Bereich die Frage, ob die eher die Freiheit der Menschen halt beflügeln oder sie eher einschränken. Die Piratenpartei möchte ja in dem Sinne vor allen Dingen die Freiheit der Nutzer halt erhalten und erweitern. Wir wollen ja ein freies Internet. Ein Begriff, der dabei natürlich häufig fällt, ist auch der Begriff der freien Software.
auch in der öffentlichen Verwaltung und auch im Kontext der aktuellen NSA-Diskussion. Gab es jetzt wieder einen Artikel über Windows 8 und über Trusted Computing, war ja ein Thema aus 2001, kommt jetzt irgendwie wieder zurück, ist auch so ein Netzpolitik-Zombie. Richtig. Was können wir denn an der Stelle halt berichten über das Thema Open Source und vielleicht auch Open Government, wenn wir darüber nachdenken, halt, wie wir mit Informationsfreiheit umgehen wollen? Ja, das ist, woher wusstest du das? Also auch ein Thema, was wir in Nordrhein-Westfalen gerade ganz wichtig bearbeiten. Also gerade was das Thema Open Source angeht, das ist etwas freie Software, offene Software, wo wir in den nächsten Monaten so richtig so in kleinen Schritten mit Kommunen reden werden, mit oder das auch schon tun, mit Kommunen, den kommunalen Spitzenverbänden, um Vertrauen zu schaffen und um hier das Münchner Projekt zum Beispiel auch vorzustellen, einzuführen in Nordrhein-Westfalen. Wir werden mit Entwicklern an Hochschulen sprechen, um Musterprojekte zu machen im Bereich Open Government. Sind wir dabei, auch eine Musterkommune zu suchen, um halt mit einem Testprojekt halt auch den anderen zu zeigen, was ist machbar, was kann diese Software leisten. Also viele kleine Schritte mit den Stellen, mit den Verbänden zu reden, Vertrauen zu schaffen, mühselige Kleinarbeit, aber ich glaube, also Interesse ist auf jeden Fall da, wir merken das. Lizenzkosten, das spielt uns da natürlich in die Hände. Da gibt es immer wieder jetzt gerade die ich sage ja mal, Preiserhöhungen und solche Dinge oder Warnungen vor Windows 8. Das hilft da alles so ein bisschen. Aber also grundsätzlich viele kleine Schritte, um so eine Umorientierung zu erreichen. Das ist mühevolle Arbeit, aber ich glaube, im Endeffekt wird es sich lohnen. Ja, grundsätzlich ist es ja, momentan hat sich die Diskussion auch ein bisschen gedreht. Es geht gar nicht mehr darum, um die Natur einer proprietären Software, sondern es geht momentan wirklich um Datensicherheit und Datenschutz. Es ist ein Unding, dass momentan die Bundesregierung an ganz vielen Stellen in Ministerien Software einsetzt, die nachgewiesenermaßen Hintertüren für ausländische Geheimdienste hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Unsere privatesten Daten werden von Behörden auf Rechnern und Systemen verarbeitet, die nicht abhörsicher sind. Das heißt, wir müssen es schaffen, langfristig, dass flächendeckend in ganz Deutschland auf offene Software und quelloffene Software gesetzt wird. Denn nur dann, wenn ich in den Source Code einer Software reinschauen kann, kann ich sehen, ob da Hintertüren sind, ob da Daten abfließen, von denen ich nicht möchte, dass sie abfließen. Und an dieser Stelle müssen wir natürlich auch die großen Anbieter, sprich Microsoft und auch Apple, dazu bewegen, auch mit Kraft des Gesetzes, am liebsten über das EU-Parlament, wo wir ja auch einziehen werden, dass die eben ihre Strukturen öffnen, dass sie offene Formate mit unterstützen, dass es nicht mehr so ist, dass wenn ich Linux nutze und OpenOffice nutze, dass ich aufgeschmissen bin, wenn ich meine Sachen mit Word bearbeiten möchte oder ich da einen riesigen Formatierungsstau sehe. Und wenn ich mir einen Rechner kaufe, dass ich die Wahl habe zwischen einem Betriebssystem und nicht gezwungen bin, bei bestimmten Rechnermodellen Microsoft Geld in den Rachen zu werfen, was ich ihnen nicht in den Rachen werfen möchte, weil ich Windows sofort von meinem Rechner verbanne, sobald ich es mir kaufe. Und momentan haben wir einfach diese Situation, dass sich da Anbieter einfach eine unglaubliche Marktmachtposition erarbeitet haben. Ein absolutes Monopol kann man in vielen Bereichen sagen. Und das einfach nicht nur eine Gefahr für die innere Sicherheit ist momentan, sondern langfristig eben dazu führt, dass auch Konkurrenz und Vielfalt leidet. Und da müssen wir eben Konkurrenz und Vielfalt stärken. Und das geht eben ganz klar durch eine Einsparung bei Überwachung. Und dieses Geld kann man dann übergangslos in die Förderung von cooler, freier Software schießen. Ja, jetzt sind wir fast schon wieder weg. Ich hatte noch eine Kleinigkeit oder einen Punkt vergessen zum Thema Sicherheit. Als wir ins Parlament gekommen sind letztes Jahr, haben wir festgestellt, dass im Landtag der Spam-Schutz über Google USA abgewickelt wird. Das heißt, dass sämtliche E-Mail, die ans Parlament geschickt wurde, an den Landtag geschickt wurde,
von einem US-Unternehmen auf Viren und Werbung und solche Dinge halt gescannt wurde. Also ein unmöglicher Zustand, sowas für ein Landesparlament, ist dann auch abgestellt worden. Aber das zeigt irgendwo, wie wenig Verständnis bisher gewesen ist, wie wichtig Piraten sind in den Parlamenten. Ich würde auch noch kurz gern was dazu ergänzen. Also die Geschichte mit Open Software und offenen Betriebssystemen und Programmen, alles quelloffen, ist ja jetzt nicht nur aus der datenschutzrechtlichen Perspektive ja wichtig, sondern eben auch noch aus der, die vor Jens meinte, gesamtgesellschaftlich Möglichkeiten für Menschen, selbstständig daraus eben auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und da bietet natürlich gerade die Open-Source-Szene besonders viel Möglichkeiten. Und wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen, dass sämtliche Daten, die in Behörden erstellt werden, Open Data sind, unter einer CC0-Lizenz da sind, dass die wirklich jeder benutzen kann, dann ist es, finde ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, der auch dem widerspricht, was bisher die Policy war, nämlich Rechte einzuhegen und dafür Lizenzgebühren zu verlangen und dadurch natürlich immer den größeren Marktteilnehmern leichter zu machen, die Innovationen von kleinen Marktteilnehmern abzuschöpfen und dann selber die entsprechenden Lizenzgebühren entweder aus der Portokasse zu bezahlen oder eben selbst bereits Rechteinhaber zu sein und damit natürlich immer diesen riesen Wettbewerbsvorteil zu haben. Und genau da sehe ich die Stärke von der Open-Source-Bewegung, weil eben wirklich jeder kleine Teilnehmer am Markt selber innovative Konzepte entwickeln kann, ohne Angst haben zu müssen, irgendwo in eine Urheberrechtsfalle reinzutappen. Ja, und ich würde jetzt angesichts der fortgeschrittenen Zeit auch nochmal darum bitten, wenn jetzt Fragen aus dem Publikum sind, auch einfach nochmal, meinetwegen auch an jemanden direkt, nochmal die Hand zu heben, wenn was da ist. Und ich will trotzdem nochmal, während wir da eine Minute Zeit für haben, ergänzen. Wir können nicht hier oben auf dem Podium sitzen und die Gesetzesvorhaben der nächsten 4 Jahre diskutieren, ohne zu sagen, dass wir natürlich die Netzneutralität sofort stark gesetzlich verankern wollen. Ich glaube, das ist hier uns allen sowas im Blut, dass wir das überhaupt gar nicht mehr erwähnen müssen. Das ist das A und O. Und ich habe neulich auch bei einem Interview nämlich das auch als erstes tatsächlich auf Platz 1 gesetzt, weil das eine ganz große Voraussetzung ist, alles zu machen, was wir dann machen können im Internet und was dadurch sichergestellt ist. Zwei-Klassen-Internet, Drosselcom und Co. wird verhindert. Rechte und auch Kontrolle der Bürger, der Demokratie über diese Dinge wird gewährleistet. Der öffentliche Raum mit seinen Entfaltungsmöglichkeiten wird auch für nachwachsende Generationen damit nämlich erhalten. Gibt es denn noch sonst weitere Fragen? Oder sonst würden wir vielleicht eine kleine Schlussrunde machen, weil angekündigt war, dass wir dann gleich irgendwann auch Schluss machen. Wollen wir eine kleine Schlussrunde machen? Wer möchte beginnen? Ich war im Sommer eingeladen nach Schweden von Amelia Anderstötter, unsere Europaabgeordnete, die da auf Tour war. Und wir haben Wahlkampfstände gemacht mit dem Thema Gesichtserkennung. Und ich habe mir die Flyer mal angesehen, die da ausgelegen haben und mit vielen Piraten in Schweden gesprochen und die kennengelernt. Und es war wirklich frappierend, wie nahe zusammen wir sind und wie viele identische Themen wir haben. Gerade diese Themen Überwachung abbauen, Freiheit des Internets stärken, das sind Themen, wo Piraten in ganz Europa dran arbeiten. Und das hat mich total gefreut, weil das zeigt, dass da wirklich eine internationale Bewegung entsteht, die viel mehr ist, als was in einem Land oder in einem Parlament passiert und grenzüberschreitend und zusammen funktionieren kann. Und deswegen ist das so ein faszinierendes Projekt, weil wir in allen Ländern und auf allen Ebenen an diesen Themen, über die wir heute auch gesprochen haben, arbeiten. Und ich kann nur sagen, aus meiner Arbeit hier im Landtag von Schleswig-Holstein, dass es auch auf allen Ebenen Arbeit daran braucht und dass es sich lohnt, daran zu arbeiten. Ich freue mich immer wieder, wenn wir was erreichen können und das ist erstaunlich oft der Fall.
Ja, da müsste ich auch gerne nochmal eine Anekdote als Schlusswort erzählen. Und zwar war ich vorgestern bei unserem Stammtisch in Osnabrück und da hat uns ein Mitglied besucht, das sehr lange nicht da war. Und zwar ist er 2009 ins Ausland gegangen, direkt nach der damaligen Bundestagswahl, wo er tatkräftig mitgeholfen hat. Ja, und ist jetzt wieder nach Europa zurück und staunt und wundert sich, was aus der kleinen Partei, in die er mal eingetreten ist und für die er Bundestagswahlkampf gemacht hat, als es noch überhaupt gar keine Chance gab, was aus der geworden ist. Wir waren noch nie in unserer Geschichte näher dran am Einzug in den Bundestag. Und ich glaube, auch nie in der Geschichte der Piratenpartei war es so deutlich auf Titelseiten aller großen Zeitungen, warum wir das schaffen müssen, um die Überwachung zu stoppen, um die Misstrauenskultur zu stoppen um einen grundsätzlichen Wandel in der inneren Sicherheit herbeizuführen. Also keine Überwachungspolitik mehr, sondern zielgerichtete Ermittlungen und Prävention durch soziale Prävention. Und ich habe mich mit dem jungen Mann länger unterhalten und er hat sich tierisch gefreut darüber, was aus uns seit 2009 geworden ist. 2009 sind wir in den Bundestagswahlkampf gezogen mit einem großen Thema. Da wurden Internetsperren in Deutschland diskutiert und das hat zu einem riesigen Mitgliedswachstum damals geführt. Und gerade jetzt erleben wir auch, dass durch den NSA-Skandal auch viele Menschen wieder sich bei den Piraten anklopfen und sagen, hör mal, ich möchte Plakate aufhängen, was kann ich tun, schick mich irgendwo hin. Und das freut mich sehr und ich glaube, wir müssen einfach am Ball bleiben, dranbleiben. Die Zeit arbeitet für uns und nicht gegen uns. Wir sind die jüngste Partei mit den jüngsten Mitgliedern von allen, also wenn wir uns das am Durchschnittsalter orientieren, von allen Parteien. Wir haben einen sehr großen Zuspruch unter der nachwachsenden Wählergeneration. Ich habe heute noch gelesen, da gab es eine Testwahl bei einem Gymnasium war das, glaube ich, und auf Platz 1 sind die Grünen gekommen, auf Platz 2 sind die Piraten. Das heißt, wir spiegeln einfach einen Trend wider, dass wir den digitalen Wandel, der gerade den Menschen, die mittendrin darin aufwachsen, für die ist das ein Riesenthema und wir sind die einzige Partei, die das wirklich aufgreift, die das wirklich ernst nimmt und die dieses Thema nicht unter ferner Liefen behandelt, sondern in die erste Reihe schickt. Und da bin ich sehr dankbar und froh und ich denke, es ist extrem wichtig, dass wir diese Chance jetzt nutzen und den Bundestagswahlkampf auch richtig rocken. Ja, danke, Katharina. Geht mal weiter zu Bruno. Ja, also ich kann mich auch nur dem anschließen. Ich sehe uns auch als eine weltweite Bewegung. Das ist das Wesentliche. Es freut mich riesig, wenn ich immer sehe, in welchen Ländern Piratenparteien entstehen, erste Erfolge haben. Und der wesentliche Punkt ist, wir haben es, glaube ich, geschafft, sehr gut seit den Gründerjahren diese ursprünglichen rein netzpolitischen Themen eben auch zu verbreitern und auch in so eine Lösung für die gesamtgesellschaftlichen Probleme, wie wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme, wie soll die Gesellschaft in Zukunft funktionieren? Ist es eine reine marktwirtschaftlich dominierte Gesellschaft oder eine Gesellschaft des Miteinanders? Und nicht umsonst kann man in unserem Programm, wenn man mal eine Analyse drüber laufen lässt, das Wort Teilhabe so häufig finden, weil wir Teilhabe nicht nur an politischen Prozessen fordern, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in selbstbestimmter Freiheit, Teilhabe an Kultur, Wissen und Bildung, all diese Aspekte, die doch auch eine Lösung für diese wirklich drängenden Fragen sind, die jetzt gesellschaftlich da sind und worauf etablierte Parteien seltsamerweise ziemlich unisono genau dieselben Lösungen haben, die da lauten, wir müssen die Märkte noch mehr unterstützen und wir müssen von den Bürgern noch mehr Opfer fordern und genau darum geht's nicht und ich glaube, da haben wir als politische Bewegung jetzt diese riesengroße Chance, den Menschen A, einmal die Hand zu reichen, zu sagen, wir nehmen euch mit in die Parlamente. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt oder Katar, wir alle hier oder Markus alleine in den Bundestag gehen. Nein, wir nehmen die Menschen mit, weil wir diese Beteiligung wirklich leben wollen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, jetzt im Wahlkampf noch stärker rüberzubringen, dann wird uns das auch episch gelingen. Ja, eine Anekdote habe ich jetzt nicht. Das Thema mitnehmen hast du auch schon gesagt. Wir sind nicht nur eine Internetpartei. Wir haben ganz viele andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Aber Internetnetz ist jetzt ein Thema. Und ich glaube, da haben wir eine ganz, ganz wichtige Aufgabe im Moment. Ich
glaube, wenn wir noch ein paar Monate weiter sind oder Jahre weiter sind, wir haben gerade einen Wendepunkt, der vielleicht ähnlich bedeutend ist, also nach meiner Auffassung, wie 9/11, weil wir wissen jetzt, dass wir in einer überwachten Situation, in einer überwachten Gesellschaft leben. Wir müssen mit diesem Thema umgehen. Wir müssen da vorwärts neue Wege suchen. Wir reden hier, wir können nicht von einer Affäre reden. Das ist nicht eine Affäre, was wir hier gerade durchmachen. Das ist viel, viel mehr. Das ist viel größer. Und da haben wir als Piraten eine Aufgabe. Wir sind gefordert, uns da zu äußern, uns einzubringen und das Problem zu benennen und halt auch im Parlament halt nach Lösungen zu suchen. Und ich bin doch im Moment sehr guten Mutes, dass wir das hinkriegen und dass wir einen großartigen Herbst erleben. Und jetzt ab zum Infostand. Ja, ich danke euch allen ganz herzlich fürs Zuhören und ich würde sagen, klar machen zum Ändern.